Es ist wohl der Traum jedes Herr-der-Ringe-Fans. Einmal im Leben in Mittelerde stehen und mit Monstern und Drachen kämpfen. Der US-Sender ABC hat auf Niederösterreichs Burg Kreuzenstein jetzt die Reality-Serie The Quest abgedreht. Eine Mischung aus Big Brother und Game of Thrones. 12 Kandidaten verbringen einen Monat in einer aufwendigen Fantasy-Welt, ohne zu wissen, was passiert. Als Schauspieler sind auch Österreicher dabei. Mittelalter-Idylle nördlich von Wien. Burg Kreuzenstein ist ein Touristenmagnet. Und das, obwohl hier bloß Teile anderer Burgen zusammengebaut wurden. Wohl die perfekte Bühne für eine Hollywood-Produktion. In The Quest kämpfen sich 12 Kandidaten durch eine fiktive Fantasy-Welt. Einer soll sie am Ende retten. Verfolgt von Kameras leben sie einen Monat in einer Parallelwelt aus Schauspielern, die die Handlung steuern. Bei der Produktion wurde modernste Technik eingesetzt, etwa 3D-Hologramme oder ferngesteuerte Mimik. Alles nur mit einem Ziel, erzählt der Volkstheater-Schauspieler Marcello De Nardo. Es wurde ein unglaublicher Aufwand betrieben für die Kandidaten, damit dass sie das Gefühl bekommen, das ist auch wirklich real. Also deswegen heißt es Fantasy meets Reality. Gedreht wurde schon vor einem Jahr. Mitbekommen hat das kaum jemand. Die ganze Gegend um die Burg wurde hermetisch abgeriegelt. Nichts durfte nach außen dringen. Es gab eine Verschwiegenheitsklausel, die wir alle unterschreiben mussten. Wir durften mit niemandem darüber reden. Es gab ein striktes Handyverbot am Set. Es konnte eigentlich keiner etwas twittern. Und die Strafen, die angedrohten, waren so drakonisch. In 2 Wochen startet die erste von 6 Folgen in den USA. Die Produzenten sollen an einer zweiten Staffel interessiert sein. Wer also einen Monat im Fantasy-Universum leben will, kann sich wohl schon bald bewerben.